Wir sind Mira und Fabian und wir reisen seit über 1,5 Jahren mit diesem Van durch Europa. Und beim Thema Vanlife kommen immer wieder ganz tolle Fragen von euch. Und außerdem steht bei uns gerade eine ziemlich große Veränderung, ein ziemlich großes neues Kapitel an, zu dem es auch ganz viele Fragen gibt. Und deshalb wollen wir uns heute mal Zeit nehmen, um all diese Fragen zu beantworten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Also wir haben einige Fragen von euch gesammelt und haben die so ein bisschen kategorisiert. Und wir fangen jetzt einfach mal mit allem an, was so grob mit dem Vanlife zu tun hat. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Vanlife zu machen? Ja, also als wir uns kennengelernt haben, haben wir beide schon den Traum gehabt, dass wir gerne viel reisen möchten. Und ich war auch schon ein bisschen unterwegs, der Fabian noch nicht so viel, aber wir haben gewusst, okay, irgendwie wollen wir ganz viel reisen. Und wir wussten aber auch, dass bisher unsere Jobs, die wir gemacht haben, es nicht hergegeben haben, dass wir jetzt irgendwie super viel Erspartes gehabt hätten und irgendwie einfach, ja, zum Beispiel mit dem Backpack losziehen und von unseren Ersparnissen leben, das war für uns keine Option. Zumal wir auch wollten, dass irgendwie das Reisen auch was Nachhaltiges im Sinne von Langfristiges ist. Und wenn du halt nur mit deinem Spartopf losreist, dann ist der natürlich irgendwann leer. Das heißt, wir wollten auch von unterwegs aus arbeiten können. Und dann habe ich irgendwann auf Instagram tatsächlich mal ein Foto gesehen, so ein ganz typisches Vanlife-Foto. Der Van mit Hecktüren zum Wasser, liegt ein hübsches Pärchen drin und schaut raus auf das kristallblaue Meer und der Himmel strahlt. Und dann war ich so, wow, das ist es, das wollen wir machen. Dann habe ich das dem Fabian gezeigt. Der war auch sofort begeistert und ab dem Moment wussten wir es. Ab dem Moment war es klar und dann haben wir darauf hingearbeitet. So, jetzt habe ich uns schon eine richtig gute Überleitung geschaffen für die nächste Frage, nämlich, wie finanziert ihr das Ganze eigentlich? Also die Frage begegnet uns immer wieder und das hat sich ein bisschen angepasst die letzten Monate und Jahre. Mittlerweile ist ein großes Standbein ganz offensichtlich YouTube. Da gibt es ja die Werbungen, die YouTube platziert und Google. Und dann die Integrationen mit Partnerfirmen, wo wir denken, die Produkte sind gut und nützlich für euch. Und das ist so unser erstes Standbein. Dann bin ich noch selbstständiger Vertriebsdienstleister. Da arbeite ich mit einer Firma zusammen, die im Großkundenbereich nachhaltige Trinkhalme vertreiben. So die Lösung für diese Strohhalme, die ein bisschen aufweichen und manchmal ein bisschen eklig sind. Und dann machen wir noch UGC-Content, also User-generierten Content, schimpft sich das. Im Grunde nutzen wir da den Van und unser Leben im Van und stellen quasi Produkte vor und die Firmen nutzen quasi diese Vorstellungsvideos dann, um quasi ihre Webseite damit zu schmücken oder Werbungen davon zu erstellen. Und da ist halt unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir an schönen Orten sind und einen ästhetischen Van haben, wo die Firmen sagen, hey, das macht Sinn, die Dinge von Mira und Fabian vorstellen zu lassen. Ja, weil also das Asset, was wir quasi haben, was die Firmen brauchen, ist, dass wir halt an dem Ort sind, an dem ihre Produkte auch tatsächlich eingesetzt werden. Also die meisten Firmen können sich es halt nicht leisten, sich mehrmals, wenn sie ein neues Produkt haben und Fotos dafür haben wollen, einen Van zu mieten und einen Mitarbeiter zu stellen, der irgendwo in den Süden ans Meer fährt. Und das können wir ihnen halt bieten. Genau. Das letzte Standbein, das läuft eher ein bisschen passiv gerade. Das ist Empfehlungsmarketing. Und das ist eigentlich so der Ursprung gewesen von unserer Selbstständigkeit, über Empfehlungen quasi Geld zu verdienen. Dann kommt die nächste Frage. Wie viele Kilometer habt ihr mit diesem Van jetzt insgesamt schon zurückgelegt? Ja, erstaunlich wenig. ja, wirklich. Wenn man mal bedenkt, dass wir schon kreuz und quer durch ganz Europa gefahren sind, sind es echt wenig. Es sind mittlerweile 30.000 in 2 Jahren. Also das wäre eine Kilometerlaufleistung von etwa 15.000 im Jahr. Da macht man in manchen Pendlerjobs wesentlich mehr Kilometer. Ja, aber was cool ist, wir sind diese 30.000 Kilometer sind wir durch 13 Länder gefahren. Teilweise sind wir nur durchgefahren, andere haben wir ein bisschen intensiver bereist. Aber das fand ich irgendwie eine ganz coole Statistik dazu. Ja, passend zu dem Thema, die Frage, habt ihr bei der Durchreise durch Serbien irgendwie ein ungutes Gefühl gehabt? Also ich würde sagen, nein. Wir haben uns eigentlich wohlgefühlt und sicher. Wir sind eben auch nur durchgereist, haben jetzt nicht mehr Zeit dort verbracht. Was wir immer machen, egal in welchem Land wir sind, dass wir an Tankstellen und Raststätten halt einfach von innen das Auto verriegeln, weil better safe than sorry. Ich glaube, für dieses Sprichwort gibt es, glaube ich, keine deutsche Übersetzung. ja, und wie gesagt, das machen wir eigentlich in jedem Land und ansonsten gab es für uns in Serbien absolut keinen Grund, uns wohlzufühlen. Was man aber unwohl sagen kann, unwohl zu fühlen.
Was man aber sagen kann, ist, dass nur diese Durchreise über diese Hauptmautstraße sehr zäh ist und jetzt auch nichts ist, wo man sich denkt, wow, das war jetzt halt richtig toll, weil es ist ja eher ein bisschen langweilig. Das sind 500 Kilometer, eine Straße, dann bist du durch, oder 400, und du fährst nur raus, um zu tanken oder mal eine Pause zu machen. Ja. Es kam die Frage auf, die Mira strickt ja seit kurzem und hat dadurch ein Hobby gefunden, das ihr mal mehr oder mal weniger Spaß macht. Wo hast denn du dein Strickgarn her? Ich wollte das eigentlich zeigen. Ich hol dich schnell. Also ich stricke gerade meinen Pullover mit dieser Wolle hier. Die heißt Touch Me Mohair und ist von We Are Knitters. Also ich habe mir bei We Are Knitters ein ganzes Set bestellt. Da ist dann quasi die Anleitung für den Pullover mit genau der richtigen Menge an Wolle und den passenden Stricknadeln dabei. Keine Werbung, ist eine Empfehlung. Ich war ganz zufrieden und das ist die Wolle. Dann kam eine Frage, das ist genau die richtige Frage für den Fabian. Da ging es nämlich um das Thema Papierkram minimalisieren und digitalisieren. Wo fängt man an und habt ihr Tipps? Genau, da ging es auch so ein bisschen um das Thema, wenn man in den Van gehen will, wie bewerkstelligt man das alles? Das ganze Minimalismus-Thema, ich glaube, da ist wichtig, dass das eine Reise ist. Du wirst nicht an einem Wochenende deinen Hausstand, den du seit 30 Jahren angesammelt hast oder länger, minimalisieren. Das hat bei mir Monate und Jahre gedauert. Und was gerade die Dokumente angeht, um da Überblick zu bekommen, da kann man einfach mal googeln, Aufbewahrungspflicht für Dokumente. Und die, die aufbewahrungspflichtig sind, gerade so Steuerunterlagen und sowas, die haben wir einfach eingelagert. Die Dinge, wo es ausreicht, dass man eine Kopie hat, die haben wir einfach eingescannt, dass wir sie digital haben. Und dann haben wir so eine Mappe mit den wichtigsten Dokumente, die wir halt dabei haben. Und wir sind jetzt meistens nur mit zwei so Schnellheftern unterwegs. Und da haben wir halt das Wesentliche reingetan. Aber da gibt es wahnsinnig viel nachzulesen. Da könnte man jetzt auch ein extra Video machen. Und ich bin da kein Fachmann, der jetzt hier über Aufbewahrungsfristen reden könnte. Aber so ein Tipp zum Minimalisieren ist, uns hat die Marie Kondo-Methode gut getan. Bei dieser Methode geht es darum, alles einfach mal anzulangen oder was Kleidung ist, anzuziehen und wirklich zu spüren, ist das noch meins? Ja, nein. Und dann kriegst du schon ein Zeichen. Und wenn nein, dann den Gegenstand in Liebe gehen lassen. Bei dem Gegenstand hört sich doof an, aber bedanken, dass er dir gedient hat, weglegen. Und so sind wir all unseren Besitz durchgegangen und haben jetzt eigentlich nur noch das Wesentliche. Was aber, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist, dass man da nicht irgendwie so hart zu sich selber ist und dass es auch okay ist, dass man Sachen hat, wo man einfach aus sentimentalen Gründen dran hängt, die man einfach nicht loslassen will, auch wenn sie keinen offensichtlichen Nutzen vielleicht bringen. Das ist absolut in Ordnung. Ich habe auch eine kleine Erinnerungskiste. Die ist zwar nur so groß, aber ich habe sie. Trotzdem. Ja. Wie kann man den Lebensstil mit dem Vanlife, was ja bedeutet, dass man in unserem Fall eine Dieselschleuder fährt und viele Kilometer zurücklegt, mit Bewusstsein, mit persönlicher Entwicklung und einem friedvollen Lebensstil vereinbaren und auch das Thema, dass wir jetzt hierher mit Ryanair geflogen sind, wie das alles zu vereinbaren ist? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist so, natürlich arbeiten wir an unserer Persönlichkeit und haben einfach Lust auf Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsentfaltung. Aber der Anspruch, den wir an uns selber haben, ist nicht, dass wir in jedem Lebensbereich oder in jedem Wert, und das ist ja jetzt ganz klar dieser Wert Nachhaltigkeit, 100% geben können. Ich habe bei dieser Nachhaltigkeitsdebatte immer gern das Beispiel genommen, wenn es wirklich darum ginge, einen CO2-Fußabdruck zu haben, der so klein ist wie irgendwie möglich, müssten wir uns alle in einen Quadratmeter großen Raum einsperren und uns nur noch von Licht ernähren, ein bisschen überspitzt dargestellt. Wir sind ja auch da zum Leben und uns ist klar, es ist nicht ideal, mit Ryanair zu fliegen. Es wäre auch besser, sage ich einmal, einen moderneren Dieselmotor zu haben. Aber wie gesagt, das ist nicht der Anspruch, den wir gerade haben. Wir geben da gerade so viel, wie wir geben können. Und das ist für uns, dass wir unseren eigenen Strom produzieren durch Solar, dass wir in der Woche nur 150 Liter Wasser verbrauchen. Wir, wie gesagt, nur 15.000 Kilometer im Jahr zurückgelegt haben. Das, wie gesagt, da macht mancher Pendler mehr. Wir kaufen so gut wie nur Secondhand ein. Wir schauen, dass wir regionale Lebensmittel einkaufen. Damit sind wir sehr zufrieden mit dem, was wir da tun. Und auch unser Konsum, unser materieller Konsum ist sehr gering. Wir kaufen sehr wenig Dinge, die wir einfach auch gar nicht brauchen. Genau. Und treffen da sehr bewusste Entscheidungen, was wir
in unser Leben holen. Also kurz gesagt, wir sind da noch nicht perfekt, aber es ist auch nicht unser Anspruch, da perfekt zu sein. Und ich glaube auch, dass niemand da perfekt sein kann. Vielleicht jemand, der ganz allein zurückgezogen im Wald lebt und wirklich da komplett sich in die Natur eingeschmiedet hat. Genau, eingebracht hat und alles selber anbaut und nur von dem lebt, was das Land ihm zu bieten hat und das auch wieder aufforstet und so. Aber wer kann das schon von sich behaupten? Und ja, also wir können das durchaus mit unserem Gewissen vereinbaren, eben weil wir das Maß sehen. Und unserer Einschätzung nach ist das Maß absolut in Ordnung. So ist es. Genau. Ja, die nächste Frage ist auch eine spannende Frage, die uns immer wieder begegnet. Hey, wie ist das eigentlich mit Beziehung auf so engem Raum? Ihr habt ja kein separates Klo zum Beispiel. All das, was damit reinspielt, wird erfragt. Ja, also man muss dazu sagen, dass wir von Anfang an eine sehr offene und ehrliche Beziehung immer hatten. Wir haben einfach schon immer über die Dinge gesprochen, die uns beschäftigt haben. Das war, glaube ich, eine super wichtige Grundlage. Ich glaube, man muss in der Lage sein, mit sich gegenseitig zu sprechen. Man muss in der Lage sein, Sachen anzusprechen, die einen stören oder beschäftigen, weil sonst funktioniert es hier keine drei Tage. Trotzdem darf man auch dazu sagen, dass wir natürlich nicht immer nur der gleichen Meinung sind und dass wir uns nie streiten, weil das gehört auch zu einer gesunden Beziehung dazu. Aber es ist eben wichtig, dass man dann einfach respektvoll ist, dass man auch seine eigenen Grenzen kennt und merkt, hey, ich brauche jetzt gerade einfach mal ein bisschen Abstand. Und es kommt wirklich oft vor, wenn wir mal ein Thema haben, was uns irgendwie so ein bisschen aufwühlt, wo wir anderer Meinung sind, dass einer von uns sagt, hey, ich muss jetzt einfach mal kurz raus, und dann geht er raus, macht irgendwie einen kleinen Spaziergang, der andere ist im Van, kann da kurz klarkommen, und das ist super wichtig, und dann hat man schon diesen Abstand gewonnen, den wir zumindest brauchen, um dann wieder gut drüber reden zu können. Und wir haben uns natürlich auch im Van einfach so unsere Systeme geschaffen, die gut für uns funktionieren. Also das hat sich so nach und nach auch ergeben. In dem Moment, wo wir damals unsere Klokabine eingerissen haben und keinen separaten Raum mehr fürs Klo hatten, haben wir zum Beispiel diesen Vorhang am Bett angebracht. Wir haben in Griechenland einen neuen Arbeitsplatz geschaffen, weil wir gemerkt haben, mit nur einem Arbeitsplatz funktioniert es einfach für uns nicht. Also das sind einfach so Sachen. Und was auch dazu kommt, unsere Trennwand, die wird auch oft in Frage gestellt, warum wir das so gemacht haben. Aber auch das liefert uns einen eigenen Raum nochmal. So lustig das klingen mag, aber super oft, wenn einer von uns Coaching hat, ist einer vorne im Fahrerraum und der andere ist hinten, und es funktioniert richtig, richtig gut für uns. Und wie gesagt, ich glaube, der Schlüssel ist einfach offene, ehrliche Kommunikation, absolut, Respekt füreinander und ja, dass man einfach sich bewusst ist, dass das hier nur funktioniert, wenn man als Team agiert. Nichtsdestotrotz freuen wir uns trotzdem, wir kommen da gleich dazu, darauf jetzt auch bald wieder ein bisschen mehr Platz zu haben und bald auch einfach mal eine Tür schließen zu können hinter uns, aber dazu gleich mehr. Ja. Jetzt haben wir noch zwei, drei kleine Fragen zum Thema YouTube. Ja, das war mein Stichwort. Welche Kamera und welches Schnittprogramm nutzt ihr? Also wir filmen den Großteil unserer Videos mit der Sony ZV-1, das ist so eine kleine Vlogging-Cam. Wir haben da oben so ein Rode Aufsteckmikrofon drauf und sind da eigentlich ganz zufrieden damit. Dann haben wir eine Zeit lang auch mit meinem Handy gefilmt, mit dem iPhone X, allerdings hat da jetzt die Kamera den Geist aufgegeben. Und schneiden tue ich die Videos mit Adobe Premiere Pro. Angefangen habe ich mit Movavi, das ist ein gutes Anfängerprogramm, aber man kommt auch relativ schnell an seine Grenzen und deswegen bin ich sehr happy mit Premiere Pro. Wir haben aber ja noch eine weitere Kamera. Mhm. Welche Drohne nutzen wir denn? Ah ja, wir nutzen die DJI Mini 3 Pro. Super Ding. Wir sind sehr happy damit. Ja. Genau, und dann nochmal ein YouTube-Thema, aber kein technisches, trotzdem wichtig. Wie geht ihr mit negativen Kommentaren um? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe noch keinen YouTuber persönlich getroffen, den nicht negative Kommentare treffen. Im Grunde ist es so, dass 99% der Kommentare positiv sind, weil ihr positiv seid, weil ihr geil seid, weil ihr uns unterstützt und weil ihr anerkennt, was wir tun. Und dafür wollen wir mal Danke sagen. Ja, es macht viel Spaß mit absolut euch hier diesen Weg zu bestreiten. Absolut. Aber wie der menschliche Verstand einfach mal so ist, man fokussiert sich auf den einen, der seinen Haufen bei dir ablädt. Und ganz wichtig davor, man darf einfach unterscheiden, sowohl als derjenige, der den Kommentar verfasst, als auch derjenige, der den Kommentar serviert bekommt, in dem Fall wir. Ist das jetzt eine konstruktive Kritik oder ist das einfach eine sinnlose, vielleicht sogar beleidigende Kritik? Und für konstruktive Kritik sind wir sehr offen. Damit gehen wir so um, dass wir uns bedanken und das gern annehmen oder manchmal auch nicht so gern, weil das Ego vielleicht ein bisschen mit reinspielt. Aber im Grunde sind wir froh.
und mit negativer Kritik oder mit unkonstruktiver Kritik, das ist total individuell. Das kommt drauf an, ist sie arg beleidigend? Wenn sie super beleidigend ist, dann müssen wir wirklich sagen, hey, pass auf, wir löschen diesen Kommentar und blenden vielleicht sogar den Verfasser dieses Kommentars aus, dass der nicht mehr bei uns kommentieren kann, weil die Mira investiert ca. 40 Stunden in Videoschnitt jede Woche. Wir filmen von Montag bis Sonntag durchgehend und das macht uns richtig Spaß. Aber wir machen das nicht, dass dann jemand auf unserem Grundstück, sage ich jetzt einmal, meint, er muss uns in die Hofeinfahrt kacken. Dafür machen wir das nicht, sondern wir machen das einfach, um Mehrwert zu bieten, tolle Unterhaltung, vielleicht auch Aha-Momente und einfach mit euch quasi zu reisen und zu wachsen. Ja, und auch den Austausch schätzen wir ja total. Ja. Aber alles, was halt so unter die Gürtellinie geht und einfach auch unnötig ist, ja, damit wollen wir uns halt nicht ständig konfrontiert sehen. Und wir sind fein mit jedem, dem unsere Videos keinen Spaß machen, der dann einfach geht. Das ist absolut in Ordnung. Wir wollen hier niemanden halten, der nicht hier sein möchte, aber... Genau. Ja, wir wollen auch nicht irgendwie blöd angemacht genau. werden. Und die anderen, da freuen wir uns, wenn ihr das anders sieht und sagt, hey Fabian und Mira, der Inhalt, der gefällt mir, der gibt mir was, freuen wir uns natürlich, wenn ihr ein Abo da lässt. Das ist ja das Schöne auf YouTube, es gibt ja für jeden Menschen die passenden Creator, YouTuber, die quasi... den passenden Inhalt für das passende Gemüt liefern. Aber man kann, glaube ich, auch abschließend noch sagen, wir versuchen, die Kritik immer offen anzunehmen, aber negative Kommentare machen uns schon traurig. Mal mehr, mal weniger zu schaffen und traurig. Und umso mehr freuen wir uns, wie gesagt, über jeden positiven Kommentar von euch. Und was ich ganz besonders liebe, ist, wenn jemand was Gemeines schreibt und bevor wir überhaupt dazu kommen, seid ihr schon eingeschritten und habt uns verteidigt. Und da geht einem immer das Herz ja, auf. Ja, absolut. Das ist so schön, wenn man einfach merkt, okay, ihr toleriert das auch nicht, wenn man hier irgendwie doof beleidigt wird. Ja, und jetzt kommen wir zu dem spannenden und in den letzten Wochen heiß diskutierten Thema. Unsere ganze Zypern-Auswanderung, Verschiffung. Alles, was damit zu tun hat. Wir haben versucht, es so aufzugliedern, dass ihr den Prozess gut verstehen könnt ja. und die einzelnen Teile gut verstehen könnt. Und deshalb fangen wir an mit der Frage, warum wandert ihr überhaupt aus? Das hat mehrere Gründe. Man muss, denke ich, man muss weit in meine Kindheit zurückreisen, um das zu verstehen. Ich bin in Nordschwaben aufgewachsen. Da ist hier der Lech verlaufen, etwa 6 Kilometer von mir weg und 8 Kilometer die Donau. Und da dazwischen war mein Dorf. Und in diesem Dorf war es immer grau, nebelig und wenn du Pech hattest, hat der Winter gefühlt Ende September angefangen und ist erst Ende Mai hat der aufgehört. Ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es war einfach ein Nebelloch. Und da in meiner Jugend ist der Gedanke schon in mir gereift, hey, das toleriere ich nicht. Ich toleriere es nicht, dass ich an 70% der Tage keine Sonne habe. Ich will wohl leben, wo man viele Sonnentage hat und wo es auch im Winter warm ist. Ich habe keinen Bock auf den Winter. Das ist so der Hauptgrund, warum wir auswandern. Geht mir übrigens genauso. Ich mag zwar, wie ihr vielleicht wisst, den kalten, klirrenden Winter mit Schnee auch. Aber ich brauche auch extrem die Sonne und ich brauche auch die Wärme. Und ganz ehrlich, wer hat nicht schon mal davon geträumt, irgendwie am Meer zu leben? Also ich auf jeden Fall immer. Also für uns war immer klar, okay, wir wollen irgendwie an einem Ort leben, wo es einfach warm und sonnig ist. Und dann ist es einfach so, dass Deutschland für uns auch, es hat einfach so ein bisschen den Reiz verloren. Die Mentalität, haben wir festgestellt, da gibt es einfach Mentalitäten, die zu uns besser passen, so südländische, ein bisschen entspanntere, Lebenseinstellungen, die ja in Deutschland doch oft so ein bisschen mein Haus, mein Auto, Schaffer, Häuslebauer, was hast studiert? Und auch das war ein Grund, warum wir gesagt haben, hey, im Süden ist das, sagt man den Leuten nach, dass das da nicht so ist. Und das haben wir auch schon selber erlebt. Genau, und das hat sich dann auch bestätigt. Ja, das ist so der Grund, warum Auswandern Thema war. Dann war die Frage, warum wir jetzt plötzlich eine Base suchen. Und wir sind ja eigentlich die mit dem Vanlife so verwurzelt sind. Das darfst du beantworten. Ja, wir haben Vanlife als ein super aufregendes Kapitel gestartet mit ganz viel Vorfreude. Und zwar aber auch immer klar, dass wir wahrscheinlich nicht den Rest unseres Lebens im Van leben werden. Wir haben gesagt, wir machen das so lange, wie es uns Spaß macht. Aktuell macht es uns immer noch richtig viel ja. Spaß. Wir haben aber auch gemerkt, dass es in gewissen Situationen uns einfach fehlt,
diesen Ort zu haben, an dem man zurückkehren kann, wo man einfach mal eine Pause vom Vanlife machen kann. Zum Beispiel haben wir das extrem gemerkt, als wir in Frankreich waren und so krank waren. Also da ist uns einfach so die Decke auf den Kopf gefallen und alles war so wahnsinnig anstrengend und wir haben uns so danach gesehnt, einfach in einem Haus zu sein, wo man dann halt mal ja, in die Dusche gehen kann und sich heiß abduschen kann, wenn man sich eklig fühlt. Das war halt bei uns einfach nicht möglich. Und danach nicht das Wasser auffüllen muss. Ja, und nicht täglich seinen Pipi-Kanister leeren muss und so. Aber was, glaube ich, noch stärker in uns war, war einfach diese Sehnsucht nach Gemeinschaft. Also wir sind sehr soziale Menschen, wir haben gerne Freunde um uns rum und wir haben ganz, ganz tolle Freunde in der Heimat in Deutschland. Aber gerade auf Reisen ist es manchmal einfach ein bisschen schwierig, so diese Freundschaften in der Intensität aufrechtzuerhalten, wie man sich's wünschen möchte. Und einfach auch ja, FaceTime und Telefonieren ist natürlich nicht das Gleiche, wie wirklich live mit Menschen Kontakt zu haben. Und so ist in uns irgendwie diese Sehnsucht nach einem Ort gewachsen, wo wir sein können, wo wir einfach einen Freundeskreis auch aufbauen können, den wir live sehen können, mit dem wir Zeit verbringen können. Und das alles kombiniert eben an einem Ort, an den wir uns mal zurückziehen können, wo wir mal einen Urlaub auch vom Vanlife machen können, wenn wir gerade keine Lust haben. Weil für uns war es oftmals so, dass wenn wir eine Pause hatten, dass wir uns danach umso mehr wieder auf den Van gefreut haben. Aber vor der Pause waren wir so, boah, keine Ahnung, wie lange wir den Scheiß noch mitmachen. Ja. Und deswegen ist das so eine Maßnahme, um die Freude am Vanlife auch aufrechtzuerhalten. Genau. Gerade gibt es für uns kein Enddatum, wo wir sagen, wir hören auf mit dem Vanlife, sondern ganz im Gegenteil. Genau, da gehen wir gleich auch später nochmal drauf ein. Aber all diese Gründe haben dazu geführt, dass wir einfach Bock auf ein Zuhause hatten. Und dann haben wir das Ganze noch kombiniert mit einem anderen Beweggrund. Und zwar, wir sind ja selbstständig, haben uns in Deutschland abgemeldet, müssen aber trotzdem irgendwie eine Firma haben, damit das alles gut funktioniert. Und um eine Firma zu gründen, braucht man nun mal einen Wohnort. Außer man macht eine LCC. Das ist aber ein ganz anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Da würde man, soweit wir wissen, gar keine Steuern zahlen. Ich weiß auch nicht, ob man da keinen Wohnsitz braucht. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau, aber LCC war für uns auf jeden Fall keine Option. Aber wir wussten, wir wollen für uns einen Wohnort und wir wussten auch, für unsere Firma brauchen wir einen Wohnort. So, das ist die Antwort auf die Frage Wohnort. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum ist es dann jetzt ausgerechnet Zypern geworden? Es war immer so nett, Leute fragten sich, oh, warum Zypern? Und in der Antwortfunktion, ja, wegen den Steuern, Steuerflüchtlinge etc. Und long story short, ja, auch wegen den Steuern auf jeden Fall. Also wir haben eine Möglichkeit gesucht, wo wir all diese Punkte, die uns wichtig sind, abdecken. Nämlich Wärme, Möglichkeit Beziehungen aufzubauen, deutsche Community, Wohlfühlfaktor, Meer. Sonne, viele Sonnentage, außer heute irgendwie. Ja, eigentlich wollte man sagen, selbsterklärend, wir sitzen hier im T-Shirt im Februar, aber heute nicht. Heute noch nicht. Und natürlich als Selbstständiger braucht man nicht reden, auch Steuern, weil es macht einfach einen Unterschied, ob du 15, 25 oder 50% Steuern zahlst. Bei Zypern war eben das Interessante, dass das steuerlich interessant ist. Du zahlst nicht keine Steuern, aber du zahlst einfach nicht so viele Steuern. Und darum ist es Zypern geworden. Man muss aber auch ganz klar sagen, wenn jetzt Zypern nur den Steuervorteil zu bieten hätte, dann hätten wir uns nicht dafür entschieden, sondern es musste auch all die anderen Faktoren abdecken. Und wir haben uns hier wirklich von Anfang an sehr, sehr wohl gefühlt. Also das erste Mal, als wir hier waren, waren wir schon so, ja. Können wir uns richtig gut vorstellen. Und was ganz spannend ist, wir beide lieben ja Griechenland sehr. Und der südliche Teil von Zypern ist ja griechisch und als wir dann das erste Mal hier waren, waren wir total begeistert davon, dass diese griechische Mentalität und dieser Flair, den Griechenland einfach hat, dass das hier total vertreten ist, aber kombiniert mit was uns in Griechenland ein bisschen gefehlt hat, nämlich so diesem Gefühl von Wachstum und Aufstreben und hier passiert was und hier sind viele junge Leute auch, die sich was aufbauen, die sehr ähnlich ticken wie wir. Man hat tolle Küche, man hat das Meer, man hat unfassbar schöne Natur. Also Zypern hat uns einfach total begeistert. Ja. Und klar, der Steuervorteil ist auf jeden Fall auch lecker.
Dann kam die Frage, was ist der Vorteil an unseren Jobs, jetzt hier auf Zypern zu sein? Also im Endeffekt gibt es jetzt konkret für unsere Jobs keine Vorteile für das Ausüben unseres Berufs, weil wir ja unsere Selbstständigkeiten so aufgebaut haben, dass wir von überall aus arbeiten können. Und das haben wir ja jetzt auch 1,5 Jahre lang im Van. Von dem her ist es im Endeffekt egal, von wo aus wir arbeiten. Aber was für uns jetzt schon ein cooler Faktor für die nächsten Monate ist, wo wir hier sind, ist, dass wir für dieses Standbein der Foto- und Videodienstleistungen, was der Fabian vorhin erklärt hat, diesem UGC. Da ist es natürlich schon cool, dass wir jetzt einfach dann so ein bisschen einen Heimvorteil haben und nach richtig tolle Spots entdecken und kennen schon. Das heißt, immer dann, wenn wir einen Auftrag bekommen für Fotos für Produkt XY, überlegen wir uns, okay, welcher Ort würde da gut passen? Okay, wir hätten da gerne das Setting mit irgendwie schönen Klippen und klarem Wasser. Okay, da haben wir den und den Spot. Da können wir halt einfach mal schnell hinfahren. Also es macht uns einfach ein bisschen leichter, diese Aufträge abzuarbeiten. Auch die Tatsache, dass hier wirklich sehr, sehr viele Sonnentage sind, außer heute, ist natürlich auch schön, weil man nicht irgendwie auf gutes Wetter warten muss. Also in dem Aspekt ist es tatsächlich ein Vorteil, aber im Endeffekt können wir von überall aus arbeiten. Ja. Nachdem wir ja relativ schnell aus Spanien weg sind, um hierher zu kommen, kamen einige Fragen auf, warum wir jetzt tatsächlich Spanien so schnell verlassen haben, was das mit Zypern zu tun hatte. Die Frage ist eigentlich relativ einfach beantwortet. Uns hat das selber überrascht. Hallo. In diesem ganzen Prozess der Auswanderung gab es einfach ein Missverständnis mit unserem Berater, wann wir wieder nach Zypern müssen. Wir dachten, das ist weiter in der Zukunft, aber das war nicht so und darum mussten wir unseren Spanienaufenthalt abbrechen und halt jetzt schon Anfang des Jahres hierher kommen. Genau, weil einfach für diesen Prozess, den wir halt hier gerade so machen, mit der Auswanderung und allem, sind einfach noch ein paar To-Dos zu erledigen, um die wir uns kümmern dürfen vor Ort. Und es war einfach von uns irgendwie, wir haben es irgendwie falsch verstanden. Also wir durften dann einfach flexibel sein und mussten eine Entscheidung treffen und das haben wir gemacht. Ja, wir wollten einfach wegen nur wenigen Wochen oder wenigen Monaten mit unserer Dieselschleuder noch ein paar Kilometer mehr runterreisen. Okay. Nächste Frage ist, wie lange wollt ihr in Zypern bleiben? Wir werden hier unsere Dinge erledigen, die nächsten wenigen Monate. Und dann haben wir spätestens im Sommer wieder vor, in ein Land zu fahren, wo wir selber noch nie waren, um schon mal ein bisschen zu teasern. Und ich vermute auch mal, dass an die 99% von euch noch nicht in diesem Land waren. Also es geht auf jeden Fall weiter. Und jetzt bleiben wir halt hier ein paar Monate. Und wir haben aber auch richtig Lust, hier anzukommen. Also wie gesagt, wir haben uns ja nach einer Base gesehen, nach einem zu Hause und das wollen wir jetzt natürlich auch nutzen und genießen. Genau. Die nächste Frage, warum haben wir den Van überhaupt mitgenommen und ist es dann und bleibt der auf der Insel oder ist es dann schwierig wieder auszureisen mit dem Van und wie ist das alles zu verstehen? Also, wir haben den Van deshalb mitgenommen, weil wir ja, wie gesagt, jetzt für ein paar Monate hier sein werden und wir wollten aber nicht aufs Vanlife verzichten und wir wollten nicht aufs Reisen verzichten. Für uns ist auch der Van einfach ein großer Bestandteil unseres Einkommens, muss man auch ganz ehrlich sagen, Absolut. Durch YouTube, aber auch durch die Foto- und Videodienstleistungen. Und dann haben wir das einfach abgewogen, haben gesagt, macht das Sinn? Ja, es ist teuer, aber ja, es macht Sinn. Ja. Und wir haben halt auch Bock drauf, hier mit dem Van einfach die Insel zu bereisen. Wir haben ja den etwas komplizierteren Einreiseweg gewählt, aber dafür den sichereren, nämlich mit der Verschiffung über die griechische Seite, weil ja genau genommen die Einreise über die Türkei illegal ist. So unser Wissensstand. Das ist auch tatsächlich so, dass es illegal ist, aber wir haben jetzt auch immer wieder gehört, ja okay, es ist zwar illegal, aber es geht, es wird auch bei EU-Bürgern eigentlich nicht geahndet, das wird nicht irgendwie bestraft oder so. Es ist nur, glaube ich, nicht ganz so gern gesehen und es kann halt passieren, wenn man ganz viel Pech hat, dass man an der Grenze nach Griechenland, also auf die griechische Seite Zyperns, nicht reingelassen wird. In dem Wissen, dass wir jetzt hierher kommen, um unseren Auswanderungsprozess fortzusetzen und abzuschließen, haben wir uns gedacht, wir nehmen lieber den sicheren Weg. In Zukunft werden wir das nicht mehr so machen. In Zukunft werden wir den Weg über die Türkei wählen und auch über die Türkei wieder ausreisen. Und ja, das ist im Endeffekt die Antwort auf die Frage. Aber was zu der Frage auch noch kam, das hat der Fabian jetzt schon ein bisschen beantwortet, aber auch so dieses Thema, ja, Zypern ist ja super schnell bereist. Ja, aber wir genießen es auch total langsam zu reisen. Also von dem her mache ich mir da gar keine Sorgen, dass wir uns zu schnell an Zypern satt gesehen haben. Glaube ich auch nicht. Wollt ihr gelegentlich auch außerhalb von Zypern reisen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben es ja vorhin schon angeteasert. Wir sind jetzt hier, bis wir unsere Prozesse abgeschlossen haben und reisen hier. Aber danach werden wir mit dem Van die Insel wieder verlassen. Und wir wissen auch nicht, ob wir den Van nochmal mit hierher auf die Insel nehmen werden. Also es kann sein, dass es das einzige Mal ist, dass der Jimmy hier auf Zypern ist. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber wir werden ihn mit Sicherheit nicht nochmal für so eine lange Zeit hier haben. Deshalb wollen wir das auch richtig genießen. Aber wir werden es dann in Zukunft so machen, dass wir einfach reisen in die Länder, auf die wir halt so Bock haben. Und immer dann, wenn wir Sehnsucht nach Zypern haben und nach unserem Zuhause haben, dann werden wir halt den Van irgendwo sicher unterstellen und für ein paar Wochen hierher kommen und dann wieder zum Van zurückkehren. Also so ist der Plan. Ja. Wird das Auto in Zypern angemeldet? Nein, wahrscheinlich nicht. Also sag niemals nie. Aber es ist laut aktueller Recherche so, dass du ein Auto hier natürlich auf Zypern anmelden kannst. Aber ich habe mal gehört, wenn du ein Auto hier anmeldest, ist die Versicherung wohl so schwach, dass die wenigsten Länder das akzeptieren, dass du mit zypriotischer Nummer in diese Länder bereisen kannst. Also ich glaube, bitte nagel mich nicht drauf fest, es ist nur hier gut anerkannt und das wäre natürlich super kontraintuitiv, wenn wir in ein paar Monaten wieder weiterziehen wollen, wenn wir keine Zulassung mehr in anderen Ländern kriegen. Warum ist der Van auf dein Papa angemeldet? Wir haben uns ja, bevor wir uns wieder hier angemeldet haben, in Zypern, haben wir uns in Deutschland abgemeldet und waren eine Zeit lang komplett ohne Wohnort unterwegs. Und es ist nicht möglich, beziehungsweise sehr kompliziert, ohne Wohnort ein Auto angemeldet zu haben. Und deshalb haben wir den Weg gewählt, dass das Auto auf meinen Papa angemeldet ist. Und das ist eigentlich die ganze Antwort auf diese Frage. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Zum Thema Verschiffung und Zoll. Mussten wir Zollgebühren zahlen oder wurden nur die Unterlagen überprüft, dass alles passt? Zweiteres. Also wir mussten, wenn wir es richtig verstanden haben, kein Zoll zahlen. Wir mussten die Zollagenten zahlen, die quasi festgestellt haben, dass da keine zu verzollende Ware in diesem Fahrzeug ist, sondern dass das nur einfach dieses Fahrzeug ist, das überführt wurde. Fertig. Genau. Und die nächste Frage ist auch zum Thema Verschiffung. Warum haben wir uns keine Spedition genommen, um das für uns zu machen? Hätte uns viele Nerven gespart. Hätte uns viele Nerven gespart. Ich habe das erste Angebot von der Spedition in Deutschland bekommen. Die hätten den ab Deutschland mitgenommen und wieder hierher gebracht. Die wollten 4.500 Euro. Und es war insgesamt sehr schwer für uns, jemanden zu finden, der dieses Teil verschifft. Und als wir dann festgestellt haben, dass die Reederei, mit der wir das gemacht haben, das macht, haben wir gesagt, okay, es macht jemand, wir machen das, fertig. Und wir haben aber noch zwei, drei Angebote von anderen Reedereien gehabt, beziehungsweise Dienstleistern, die das über die gleiche Reederei gemacht hätten, die wären aber teurer gewesen und hätten irgendwie vieles auch nicht gemacht, also haben wir den direkten Weg direkt über die Reederei gemacht. Stell dir mal vor, wir hätten dann noch eine Partei dazwischen gehabt, mit der wir kommunizieren mussten. Das war so schon anspruchsvoll. Okay, dann kommt eine Frage zum Thema Wohnungen. Was kosten Wohnungen auf Zypern, beziehungsweise die, die wir jetzt haben, und was für eine Unterkunft plant ihr? Also, was kosten Wohnungen auf Zypern? Ist super individuell, je nachdem, was man möchte. Die Preise sind hier die letzten 2 Jahre massiv gestiegen oder die letzten 3. Ich würde fast sagen, 50%, 60%, 70% teurer worden leider. Je weiter man natürlich auch vom Meer weg ist, desto günstiger wird es. Und uns ist dabei wichtig, dass wir das Meer trotzdem in ein paar Autominuten oder Roller-Moped-Minuten oder Fahrradminuten erreichen können. Und dann kannst du rechnen für so eine 60 Quadratmeter Wohnung, 70 Quadratmeter Wohnung, ein Zimmer, also ein Schlafzimmer oder zwei Zimmer, bist du irgendwo zwischen 500 und 800 Euro kalt. Ja. Und die Wohnung, die wir jetzt haben, hoffentlich, voraussichtlich, im nächsten Video mehr dazu, kostet 700 Euro kalt. Und wir planen eine Wohnung mit im besten Fall 2 Schlafzimmern, weil wir dann einfach ein Gästezimmer haben, damit auch Familie und Freunde uns besuchen können, wenn wir hier sind. Und wir aber auch ein separates Büro haben. Das ist der Plan. Gebt ihr Nomadentum gegen Sesshaftigkeit bzw. eingeschränktes Nomadisieren auf? Also im Endeffekt haben wir diese Frage schon beantwortet, aber sie kam relativ häufig, dass viele von euch das Gefühl hatten, naja, der Aufwand jetzt hierher zu kommen und die Kosten hierher zu kommen gegenüber diesem eingeschränkten Radius, den man jetzt hier hat, steht irgendwie nicht im Verhältnis. Aber jetzt wisst ihr ja, dass wir nicht für immer hier bleiben werden, sondern dass das jetzt gerade ein cooler Zwischenstopp ist und dass wir von hier aus weiterreisen werden. Und wie gesagt, wir haben uns auch nie gesehen, dass wir unser ganzes Leben lang Nomaden sein werden. Das ist gar nicht unser Ziel. Wir haben auch eine große Vision,
die absolut nichts mit Nomadentum zu tun hat, auf die wir uns wahnsinnig freuen, wenn sie dann irgendwann Wirklichkeit wird. Aber für uns ist das absolut keine Einschränkung. Wie gesagt, wir können hier auf der Insel reisen, die hat super viel zu bieten und wir werden auch außerhalb der Insel wieder reisen. Ja. Und sobald wir sagen, Nomadentum ist für uns vorbei, dann werden wir sesshaft und das ist für uns völlig fein, weil wir sind Menschen, die ständig neue Ideen haben. Ja. Und um nicht wieder in die Geheimniskrämerei zu kommen, nachdem die Mira jetzt gesagt hat, sie hat eine große Vision, oder wir haben eine große Vision, getreu nach dem Motto A sagen, aber nicht B sagen, nehme ich euch mal mit in die große Vision. Man soll natürlich das auch aussprechen, was man vorhat. Unsere große Vision wäre es, uns ein Grundstück zu kaufen, wo es fruchtbaren Boden gibt, wo es Trinkwasser gibt, wo man Brunnen schlagen kann oder halt Zufuhr zu Trinkwasser hat und man Obst, Gemüse anbauen kann und dann da so ein kleines Tiny House Village zu gründen, wo halt so unsere engsten Freunde mit uns leben oder die, die unsere engsten Freunde werden. 3, 4, 5 Familien. Und es ist natürlich schon auch der Plan zu überprüfen jetzt die nächsten Wochen und Monate, ist das theoretisch in Zypern möglich? Gibt es hier Grundstücke? Kann man das hier realisieren? Auch das werden wir rausfinden und euch, wenn wir das machen, natürlich mitnehmen in den Videos. Aber eine Sache deckt Zypern auf jeden Fall schon mal ab. Hier kann man nämlich ungefähr alles anbauen. Es ist so ein Paradies. Es gibt Bananen, es gibt Avocados, es gibt Mangos, es gibt Grapefruits, es gibt Zitronen, Limetten, Orangen, Pomelos, es gibt Kokosnüsse, es gibt Datteln, es gibt sogar einfach, Kokosnüsse. Ich glaube schon, es gibt einfach alles. Das ist echt krass. Toll. Also war uns gar nicht so Oliven, bewusst. Oliven, Mandeln, also es ist wirklich ein Paradies für jeden, der gerne Dinge anbauen möchte. Ja. Wer unserem WhatsApp-Broadcast folgt, der hat ja schon gesehen, dass die Mira neulich einfach am Wegrand eine Avocado gefunden hat. Ich dachte, ich spinne. Letzte Frage zum Zypern-Thema. Werden wir echte Zyprioten oder behalten wir unsere deutschen Pässe? Also wir behalten unsere deutschen Pässe. Wir werden nicht Staatsbürgerschaft wechseln. Wir sind einfach Deutsche, die nach Zypern ausgewandert sind. Mit deutschen Pässen, aber ihrem Wohnort in Zypern. Und weil da die Vermutung naheliegt und die Unterstellung auch schon da war, irgendwie das deutsche System auszunutzen, die deutschen Krankenkassen und so weiter und so fort. Wir waren jetzt die letzte Zeit, hatten wir eine private Reiseversicherung, da haben wir selber eingezahlt und haben dann davon Arztbesuche gemacht. Es war nicht nur eine Reiseversicherung, es ist eine internationale Krankenversicherung, es ist eine Privatversicherung. Was also es ist mehr als nur eine kleine zusätzliche Reiseversicherung, sondern wir haben richtig Geld für diese Versicherung gezahlt. Also hat gut vierstellig gekostet letztes Jahr. Und wir waren in der gesamten Zeit jeweils einmal beim Zahnarzt. Genau. Also und in Zypern ist es so, dass wir Teil des Sozialversicherungssystems sind und auch da quasi ähnlich wie in Deutschland einfach ein Teil der Einkünfte werden abgegeben für Krankenversicherung und die zahlen wir hier und fertig. Genau. Ja, wir hoffen, dass jetzt das alles euch zu dem ganzen Zypern-Thema ein bisschen Klarheit geliefert hat, euch eure Fragen beantwortet hat und ihr cool nachvollziehen könnt, was wir hier machen, ja. Wieso, weshalb, warum. Und wir haben jetzt noch eine letzte richtig schöne Frage, über die ich mich total gefreut habe. Ja. Die wir beide jeweils beantworten. Willst ja. du sie stellen? Ich stelle sie sofort. Jetzt kamen natürlich in allen möglichen Kanälen Fragen. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, hey, meine Frage wurde nicht beantwortet, ich wünsche mir aber sehr eine Antwort. Der einfachste Weg ist, wenn ihr Instagram habt, macht uns auf Instagram eine Nachricht, dann machen wir euch eine Sprachnachricht und beantworten die Frage nochmal. Oder schreibt uns eine E-Mail oder schreibt es auch in den Kommentaren rein, weil es kann natürlich sein, dass wir irgendeine Frage vergessen haben. Ich glaube, beantwortet haben wir auch jede noch so kritische Frage. Und wie gesagt, wenn nicht, haut sie gerne nochmal unten rein. Genau, und jetzt zur schönen Frage. Zur schönen Frage. Was war euer bester persönlicher Magic Moment auf der bisherigen Reise? So eine schöne Frage. Ja, wirklich, ist die beste Frage von allen. Also ich muss sagen, was mir spontan sofort gekommen ist, war einfach die Zeit, die wir mit Lukas und Josie in Griechenland hatten, als wir auf der kleinen Insel Elafonissos Silvester verbracht haben und dort einfach, es war Silvester, wie gesagt, also Ende Dezember, Anfang Januar, unfassbar geiles Wetter. Ja. Gefühlt die Insel für uns. Wir haben nicht traumhafter gearbeitet. Strand, wir haben nicht gearbeitet, wir haben Urlaub gemacht, wir sind mit Schildkröten geschwommen und es war einfach wunderschön. Wir haben zusammen Lagerfeuer gemacht, haben im Lagerfeuer so Naanbrote ausgebacken und
Linsendal gekocht und so. Und das war irgendwie, war das, finde ich, das, dieses Klischeebild fast schon vom Vanlife, das haben wir da erlebt und das war toll. Einfach das Gesamtpaket. Absolut, das war der Hammer. Das war mein Magic Moment. Ja, ich habe jetzt gerade erst so richtig drüber nachgedacht. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich die Frage das erste Mal gelesen habe, man soll ja auf, was heißt man soll, ich höre gerne auf meinen ersten Impuls und da kam mir tatsächlich der Joachim als Impuls, weil das war für mich irgendwie auch ein gewisser Magic Moment. Das war... Erklär kurz, wer der Joachim ist für die Leute, die ihn nicht kennen. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Joachim ist. Joachim ist Mitte 50, schaut schon länger unsere Videos an und verfolgt uns dadurch natürlich schon länger. Und Joachim hat festgestellt, dass wir in Frankreich sind und er auch, hat uns einfach geschrieben und wollte sich mit uns treffen. Und Magic Moment deswegen, weil als ich das gelesen habe, wusste ich gar nicht zu der Zeit, ob ich gerade so richtig Bock habe, jemanden Neuen kennenzulernen. Und Mira hat es damals so ein bisschen mir überlassen, dass ich so die Entscheidung kenne, sollen wir uns mit demjenigen da treffen oder nicht. Und irgendwas in mir hat dann gesagt, hey, ganz ehrlich, willst du jetzt hier einen Rückzug machen oder willst deine Komfortzone verlassen, ein offener Mensch sein und jemanden kennenlernen? Und dann habe ich mir einen Ruck gegeben und gesagt, ja, okay, wir lernen den Joachim kennen. Und Joachim hat so viel Positives in unser Leben gebracht. Ihr könnt gern mal, die Mira fügt mal einen Screenshot ein, in welchen Videos der Joachim zu sehen ist. Hat einfach ganz viel Positives in unser Leben gebracht. Und drum, lieber Joachim, hast du den Preis gewonnen für meinen persönlichen Magic Moment. Ja, das stimmt. Das war eine super schöne Begegnung, die da entstanden ist. Auch dafür sind wir YouTube sehr dankbar. Ja. Aber ich finde, man kann jetzt basierend auf diesen Magic Moments von uns nochmal schließen, dass wirklich die Begegnungen das sind, was es magisch macht und was auch, glaube ich, nochmal betont, wie wichtig uns einfach Gemeinschaft und Freundschaften sind. Und wir finden es super schön, dass so viele tolle Menschen Teil unserer Reise waren. Die Kamera geht gleich aus, deshalb machen wir jetzt ganz schnell ein Schlusswort. Wir hoffen, wie gesagt, wir haben eure Fragen beantwortet und euch einen coolen Überblick verschaffen können. Wir freuen uns, wenn euch das Video gefallen hat und ihr uns noch nicht abonniert habt, wenn ihr uns ein Abo dalasst und uns so kostenlos unterstützt. Und im nächsten Video geht es mit einem spannenden Vlog aus Zypern weiter. Es bricht nicht ab, kann ich euch sagen. Und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende oder eine wunderschöne Woche, je nachdem, wann ihr das schaut, und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Peace.